Hallo meine Lieben, heute will ich mal backen einen leckeren Kuchen mit Himbeeren. Ich habe hier rote Himbeeren und gelbe. Ich vermische sie. Und ich mache mit Streusel einen Kuchen heute. Für den Kuchen brauche ich Mehl, Speisenstärke, Backpulver, Vanillezucker, 4 Eier, Zucker, Butter, Salz. Und für die Streusel brauche ich auch noch Butter, Mehl, Salz, Zucker. Entschuldigung, Zucker. Und zuerst mal mache ich jetzt die Streuseln fertig. In die Schüssel gebe ich zuerst mal die weiche Butter. Und den Zucker. Kann man auch mit der Hand alles vermischen, aber ich mache heute mit dem Mixer. Und verschlage ich das bisschen so, vermische ich den Zucker mit Butter. Jetzt kommt das Mehl hier rein. Ich verreibe gleich das alles mit der Hand. Mit dem Mixer fliegt alles nach oben. Ich habe doch mit der Hand mich entschieden zu machen, die Streusel. Das geht besser. Jetzt mache ich die Streusel und stelle sie in den Kühlschrank. So, jetzt mache ich, dann mache ich den Teig fertig. So, die Streusel sind fertig. So sehen sie aus. Den Rezept für diese alle Zutaten schreibe ich unten in diesem Video. Hier habe ich Zucker, Butter und Mehl. So, das stelle ich in den Kühlschrank gleich. Jetzt mache ich wieder den Teig. Ich habe 200 Gramm Butter hier. Zuerst mal verschlage ich den Butter so 3-4 Minuten. So, jetzt schreibe ich so ein bisschen so zusammen. Den Butter. Und jetzt kommt der Zucker dabei und der Vanillezucker. Auf kleine Stufe, ich gebe Vanillezucker hier gleich rein in den Zucker. So. Und wie immer ein bisschen weiß. Der Butter ist ganz, ganz. Den Butter habe ich gut geschlagen mit dem Zucker. Und jetzt kommen immer die Eier rein, aber immer einzeln. So, ich mir ein Ei rein und gut vermischen. Und dann das nächste. Ich wollte noch sagen, die Eier und der Butter muss gleiche Temperatur sein. Nicht so ein, so auf einmal haben sie Butter kalte und die Eier warme. Oder Butter ist weich und warm, aber die Eier sind kalt. Das geht nicht. Sie müssen das alles rausholen aus dem Kühlschrank früher. Das muss alles gleich warm sein. Und ich wollte noch sagen, bis der Mixer ist noch aus. Ich habe den Backofen schon angemacht auf 180 Grad zum Aufwärmen. Jetzt mache ich die Eier alle. Das habe ich schön verrührt. Jetzt kommt ein bisschen Salz rein. Das Mehl. Ich nehme ein Sieb. Speisestärke. Und ein Backpulver. Und durch muss ich alles durchsieben. Zusammen. So mache ich das. Und jetzt verrühre ich das alles.
So, der Teig ist fertig. Der ist nicht so dünn, der ist so dick. Der muss doch so sein. So. Ich habe eine Formel genommen mit 24 cm groß. Und lege ich jetzt den Teig hier rein. So. Das verstreiche ich alles ganz gut. So, den Teig habe ich so ganz glatt gestrichen. Die Form habe ich mit Backpapier ausgestellt. Habe ich schon gesehen. Jetzt kommen die Himbeeren hier rein. Ich mache immer das so einzeln. Lege sie alle so raus. Himbeeren habe ich gestern gepflückt in unser Garten. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal heute einen Himbeerenkuchen. So. Gleich mache ich eine Reihe roten, dann mache ich gelbe. Gelbe habe ich nicht so viel, deswegen mache ich die rote drauf. Kann man auch andere Obst nehmen, kann man auch Brombeeren nehmen. Ich habe auch Brombeeren ein bisschen, aber ich will keine Brombeeren heute hier reinmachen. Ich mache nur Himbeerenkuchen. So, jetzt kommen die gelbe. Die schmecken auch lecker. So. So sieht mein Kuchen jetzt aus. So schön, ja? Jetzt kommen die Streuselchen drauf. Das wird ein leckerer Kuchen sein. So, die Streuselchen sind auch drauf. Jetzt stelle ich das in den Backofen auf 45 bis 50 Minuten. Aber Sie müssen immer mit Zahnstöcher probieren. Nach 40 Minuten probiere ich auch. Wenn ist das noch nicht fertig, dann lasse ich noch drin stehen. Der Backofen ist schon aufgewärmt. Mein Kuchen ist fertig. Ich habe ihn gerade rausgeholt. Ich habe so probiert. Ist alles trocken, der ist gar. Ich lasse ihn jetzt so ein bisschen stehen. Er muss sich zuerst mal abkühlen und dann nehme ich den Ring ab. Kuchen ist schon ein bisschen abgekühlt, jetzt schneide ich ihn an. Und gucken wir, was ist bei uns innen drin geworden. Der ist so weich, ich sehe das schon an. Himbeerenkuchen, das schmeckt überhaupt so lecker. So, gleich nehmen wir ein Stück raus. Gucken Sie mal, wie sieht er aus. Das sieht sehr, sehr schön aus und schmeckt, glauben Sie mir bitte, der schmeckt lecker, lecker, lecker. Der ist so weich, so schön geworden. Der Rezept ist ganz gut für solche Kuchen. Himbeeren oder können Sie Erdbeeren nehmen. Das ist auf Ihren Geschmack jetzt. Wenn hat das Ihnen gefallen, probieren Sie das mal aus.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Appetit, viel Spaß, viel Nachmachen, bei Nachtmachen, machen Sie nach. Und ich sage Ihnen alles Gute. Mir hat das Ihnen gefallen. Abonnieren Sie meinen Kanal, stellen Sie Daumen nach oben, schreiben Sie mir Kommentarien und bis nächstes Mal auf meine Küche. Ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.